Muss das hier denn so krass gebirgig sein? Ja, wir hätten auch da vorne gehen können, da wären wir... Ich glaube, ich habe auch die höchste Stelle gerade zum Erklimmen ausgewählt. Entschuldigung. Du bist ja bei dem heftigen Synchro-Pile. Ist das ein heftiger Synchro-Pile? Also wir müssen nach da hinten. Also das, wo ich gerade hochkletter, ist, glaube ich, ein riesen Umweg. Aber es ist es wert, ganz ehrlich. Wobei, wenn ich runterfalle, Sarah, schau weg. Erstmal Ausblick genießen. Dazu halt die Musik, ne? Oh, die Kamera zoomt in. Cool. Oh, warte mal. Ich will ganz kurz schauen, ob der Rabe auch kommt, wenn wir länger warten. Also wie bei Odyssey. Oh ne, er ist kalt. Okay. Nee, dann gehe ich mal weiter. Oh, jetzt weiß ich, was du meinst, Flo. Der Synchro-Point ist noch viel weiter oben. Also habe ich gar nicht so einen Umweg gemacht. Ich und Umweg. Ja, komm. Du bist da eine 90 Grad. Ja, okay. Jetzt will sie. Alter. Oh. Alter, wie weiß das ist. Das fand ich gerade richtig cool, dass sie ihre Hände halt auch benutzt hat, um den Schneeberg hochzukommen. Und da ist ein Weg. Ich kotze im Strahl. Okay, wie geil ist denn die Karte? Ich sollte öfters mal reinzoomen. Das ist so 3D-mäßig. Ja, nice. Guten Tag. Let's go. Alter, was ist das denn für ein Synchro-Point, ne? Aber ja. Hat ja Flo schon gesagt. Flo, bist du eigentlich, wie weit bist du schon? Also, jetzt ohne zu spoilern, also bist du immer noch in Norwegen oder bist du schon in England? Oder Englerland? Alter, hier. Du bist schon in Englerland, okay, alles klar. Oh nein, ich bin auf dem falschen Gipfel. Ach nö. Es geht ja noch weiter hoch. Erstmal ausruhen. Ja, man
man kann schon weit, weit sehen, ne? Aber, Flo, eine Frage. Auf welchen PC spielst du das denn? Also ich frag nur so, weil du hast ja mir ein Bild geschickt von deinen Frames. Alter, wie soll ich denn hier runterkommen? Die ganze Folge geht jetzt nur geht jetzt nur ums Klettern, ne? Oh, die Sonne kommt mit. Das finde ich aber richtig, richtig cool. So der Wolkenflug hier. Nice. Okay. Gut. Bin ich schon recht ordentlich. Alter. Hey. Na, wie geht's dir? Der Schnee dahin. Ist schon leicht awesome, muss ich zugeben. Ich soll jumpen. Obsidian, nice. Ich finde es immer lustig, dass die PC-Spiele so tun, also wenn man in Wasser ist, kann man erfrieren und ist ganz kalt. Ich meine, wenn man dann rausgeht und es schneit halt. Es wird alles gefrieren hier. Aber es ist in Ordnung. Ich finde, außerhalb des Wassers. Ja, auch ein bisschen most realistic jump ever. Ja. Wäre auch ein bisschen zu viel des Guten. Wenn man eben, ja, wenn man ins Wasser fällt, sich halt Feuer machen muss, damit man nicht erfriert und so. Das wäre halt ein bisschen, ja, ein anderes Genre. So, da vorne ist irgendwas Gelbes, was Goldenes. Aber ich hätte jetzt gerne Skier, ne? Und ja, die hatten das früher schon. Wir hatten das schon, also Skier gibt es schon sehr, sehr lange. Was war das für ein Geräusch? Schneehase? Machen die so ein Geräusch? War cool. Eigentlich auch cool,
wenn die sich hier irgendwie so Handschuhe auspacken würde. Irgendwie so, so Seerobben-Handschuhe so. Ich heute dachte mir gerade bei Odyssey so, okay, scheiß drauf, ich mach jetzt den blöden Eva, geh zu ihm, verschieß 4 Pfeile und hab keine mehr. Oh nein. Ja, okay, bei Odyssey kann man ja sich sehr easy im Kampf noch welche machen. Das finde ich schade, dass man das hier nicht mehr kann. Ich war ein bisschen realistischer, aber das ist schade. Und ein bisschen gebalanced, weil die Falle hier machen ja sehr viel mehr Schaden. Dieser Ort wird gut bewacht. Tatsächlich? Von wem denn? Breite deine Flügel aus. Kaka! Hä? Wer bewacht ihn? Oh! Ach, hier gibt's ja tatsächlich welche. Ach, und hier kann ich runterspringen. Sind es nur die 3? Glaub mir. Naja, gut bewacht ist was anderes. Oh, zittert die gerade? Das wäre ja mal richtig cool. Sperrgebiet. Ist dir nicht aufgefallen, dass vor dir eine Leiche liegt? Danke für den Pfeil. Naja, gut. Also, wir haben mal eine sneaky peaky Sache geschafft. Das finde ich außerordentlich angenehm. Ach, und hier ist genau neben dem Stoff eine Feuerschale. Ja. Warte mal. Mal wissen, ob das Zelt anfängt zu brennen. Na gut, also hier haben wir was. Sehr schön. Dann hole ich. Oh, ich habe einen Eimer geholt. Aber naja, unsere Pfeile sind am wichtigsten. So. Gut, also das Zelt verbrennt also nicht. Okay, dann nehme ich das zurück, das sie da. Die Zeit ist um! Komm zurück, du Feigling! Da ist ja einer. Ah, der Summe ist viel zu krass. Kein Zweck.
Alter, Insta-Kill. Zerbrochener Bogen, ich. Wir haben einfach zu krass draufgehauen. Ich wusste gar nicht, dass das ein Feind ist. Gut, gibt's hier noch was Goldenes? Oder zeig es mir. Genau, zeig's mir, ob das hier. Ich glaube, es war's. Das war's. Okay. Gut. Ja. Ich finde es auch immer so lustig, wenn die im hohen Norden immer nichts anhaben. Gut, wo sind wir denn gerade? What? Wir sind einfach wieder am Anfang so ungefähr. Warte, geht hier ein Weg rein? Ich will mal kurz schauen, ob hier ein Weg rein geht, weil die zwei Sachen sind ja unter der Erde. Würde ich mal behaupten. Dieses Wasser ist tödlich. Ist es denn vergiftet? Nee. Oh, Wasserfall. Oh. Hübsch. Alter, ich kann halt einfach den Wasserfall hochklettern. Aber ist da was? Also ich glaube, im Wasserfall ist was. Oder halt dahinter. Schön. Hier ist ein bisschen Grafikbug, aber egal. Oder das ist einfach eine coole Schicht. Ach, so dick bist du doch nicht. Komm schon, komm schon. Jetzt hier rein. Ich glaube, da ist was. Nein, da ist auch nichts. Ich darf ja nicht erwischt werden. Ah doch, hier ist was. Wieso, dass du hier nicht erwischt hast? Was ist hier? Hier lang. Oh, da geht's da hoch. Aber wo sind die? Die müssten eigentlich hier in der Nähe sein. Okay. Also, ich bin hier. Da geht's rein. Ah. Oh, da sind ja einige. Aha. Hey, Red King. Go. Bin wieder da. Nice.
Da ist einer. Der übt gerade. Da ist einer, den kann ich wegsnipen. Ist das jemand? Nee, das ist ein Baumstamm. Oh wow, ich habe zu viele markiert, ne? Die sind jetzt gar nicht mehr markiert. Was ist das denn für ein Kack? Okay, also. Kelcher voll. Wie viele Pfeile habe ich? 6 Pfeile? Verdammt, der ist nicht runtergefallen. Sehr schön, Tobi, sehr schön. Nicht so laut. Okay, da ist einer, da ist einer. Ich muss zuerst den da töten. Dann mache ich den da heimlich. Ist auch noch einer. Ja, das war klar. Also, das finde ich cool. Das finde ich cool, dass der uns gehört hat. Also an sich ist es hier klar. Aber finde ich cool. Ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass wir hier rum müssen, weil das war ziemlich auffällig. Aber ich wollte es ausprobieren. Alter, was für ein langweiliger Posten hier, ne? Okay, die anderen lasse ich mal erstmal. Ich will mal schauen, was es hier noch so gibt. Es gibt Essen, warmes Essen. Oh, oh Scheiße, ich kann es nicht essen. Okay, hier gibt es sonst anscheinend offensichtlich nichts. Da oben gibt es, glaube ich, noch einen. Ne, den haben wir schon weggesniped. Ach, ich bin so stolz auf uns. Doppelt, Doppel-Attentat haben wir noch nicht, glaube ich. So, der war ja ein bisschen weiter unten. Warte, nee, da an, hä? So. Von oben können wir noch keinen Attentat machen. Wieso können wir nicht so tief zielen? Ach, unpraktisch. Alle sind auf jeden Fall wichtig in meine Spielweise.
Okay, hier war keiner mehr. Die habe ich. Ja. Die habe ich, glaube ich, alle beseitigt. Das ist ein schöner Bogen. Wenn ich die so erschieße. Ich kann keinen Doppelkill machen, ne? Das wäre zu schön. Ach komm. Wieder jetzt rumwuselt. Hi. Oh, wieso hat er noch gelebt? Das Schild. Der hatte keinen Balken mehr. Also keinen weißen Balken mehr. Na gut. So, wir haben alles befreit. Wunderbar. Jetzt will ich aber endlich. Leite mich. Endlich diesen gelben Schatz hier. Where it is.